Schnippschnapp, Hauptsache knapp. Flatter-Style fürs Fotoshooting, ganz nach Sonjas Geschmack. So viel zeigen wie möglich, aber doch nicht mehr als nötig. Tada! Das 80s Cowgirl. Vorne hui, hinten pui. Alles getackert hier. Dann legt sie los. Ein echter Profi, denn vor ihrer Fernsehkarriere verdiente sich Sonja Kraus ihren Lebensunterhalt 8 Jahre lang als Model. Jetzt posiert die 27-Jährige aus purem Vergnügen für das Männermagazin FHM, das ab heute in Deutschland erscheint. 8 Seiten schmückt die Pro7-Moderatorin aus gutem Grund. Seit August darf die Glücksradfee nicht mehr nur Buchstaben umdrehen, sondern sie bei Talk 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 auch sprechen. Inzwischen schwärmt schon Sonjas erster Fanclub. Süß, super, sexy. Wer da aber billig aussah, das können Sie jetzt selbst beurteilen. Dass jeder das Blondchen-Image an den Haaren herbeizieht, erträgt die Frankfurterin mit stoischer Gelassenheit. Genauso wie das langwierige Gefummel an diesem goldgelben Attribut. Das ist ganz relaxed und entspannt. Das Fotografieren an sich macht auch sehr viel Spaß, denn man versetzt sich irgendwie in so eine Rolle der sexy Hexy und ist ganz lasziv und es macht Spaß. Ja. Wie die Fotos zeigen. Sonja findet sich selbst auch sexy, besonders wenn sie schlecht gelaunt ist. Dann verrät die Moderatorin im Interview, werde sie nämlich kratzig wie ein Tiger. Im Moment aber bleibt sie das Kätzchen, das sich doch mehr aus Fell gucken lässt als geplant. Ja, ja, wir wissen es. Ich bin gerade oben ohne und halt alles fest, was unanständig ist. Aber, was Sonja hat, ist doch ganz schön anständig. Doch FHM will lieber Fakten als die Nackten und auch Sonja ließ sich zuletzt als kleines Mädchen von den elterlichen FKK-Fans ohne alles ablichten. Schließlich sei Erotik nicht zwingend mit Nacktheit zu verbinden, meint sie, und ist daher mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Privat mag ich mich natürlich am liebsten irgendwie mit Pferdeschwanz und ungeschminkt, aber ist schon toll, wenn man plötzlich denkt, hey, wer ist denn die Frau aus den 80er Jahren auf dem Foto? Eine, die vermutlich nicht mehr lange Single sein wird.